Dankeschön. Amateisen, 90 Jahre, sucht ihre Eltern. Amateisen, 9 Jahre alt, sucht ihre Eltern. Und die Amber ist an der Info, das ist da drüben. Ist die Amber hier? Also die Eltern von Amber hier? Amber? Ja, für mich heißt das Amber. Amber. Familie Tyson irgendwo anwesend? Dann sind wir gegangen. Ja, das ist das nächste Kind. Schickt man nach England zum Bergbau. Schönen guten Abend, Wassenberg. Wir sind hässlich, wir sind asozial, kurz gesagt, wir sind schelmisch aus Bonn und wollen euch eine Stunde lang noch besparen. Haut rein. Ja, erstmal müssen wir einer alten Tradition nachkommen. Es gibt eine alte Tradition bei Spielleuten und die sind wir nun. Ja, saufen so und so. Da gehört auch noch das F-Wort dazu, aber das möchten wir am Sonntag nicht erwähnen. Flöte spielen. Mannigfaltig. Also es gibt eine alte Tradition unter Spielleuten. Wenn sich einer aus der Combo verspielt hat oder jämmerlich das Arrangement versaut hat, ja, das ist mir scheißegal. Der ist mir vollkommen. Wessen Hand ist an diesem Ding? Es wird als allererstes erstmal ein Schandfleck gebildet. Gib alle! Hast du gegessen? Lila! Das Volk hebt den linken Arm. Das gesamte Volk, bitte. Das gesamte Volk hebt jetzt den rechten Arm dazu. Jetzt zeigt mir mal euren Lieblingsfinger, nicht den Mittelfinger, sondern den Zeigefinger. Wunderbar. Man zeigt auf den wunderbaren Delinquenten. Und man spreche laut und deutlich: Du! Bist Scheiße! Scheiße! So geht doch, Dankeschön. Ich bin nicht artig bedankt. Herzlichen Dank. Das nächste Stück, was wir spielen wollen, ist ein Stück, was wir gelernt haben vom heiligen St. Brananarius von Kultus Ferox. Wir haben zusammen im Knast gesessen in Albanien. Sehr lange. Nicht nur in Albanien. Aber in Albanien ist dann Folgendes passiert. Wir saßen da über ein halbes Jahr eingekerkert. Und des Nächtens kamen dann die Wärter und suchten sich einen von uns heraus. Was sie da gemacht haben, möchte ich jetzt nicht weiter erzählen an einem heiligen Sonntag. Das Einzige, was ich erzählen kann, war, sie haben keinen von uns gesucht. Sie kamen immer zum selben Patienten. Und immer wenn sie zu ihm kamen und haben ihn abgeholt für eine halbe Stunde Freude, haben sie deutsche Melodie gepfiffen. Den albanischen Tanz.